Guten Tag. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Pause machen, bevor mein Gehirn in den Mixer springt. Und was gibt es da Besseres für eine kleine Auszeit als ein Let's Play, wie zum Beispiel zu Diebe. So, ich trete jetzt einfach mal die Tür ein und wie ihr seht, habe ich das Regal repariert. Der Grund war, ja, da wurde ein Schalter gesetzt, es war allerdings der falsche. Es gibt zwei Schalter, die sind sich ziemlich ähnlich, aber es wurde der falsche umgelegt. Das habe ich jetzt mal korrigiert und hurra, wir können durch die Tür. Habe ich's mir doch gedacht. Und sie ist nicht einmal verschlossen. Ah, hier hat sich der Bürgermeister also einen ganzen Tunnel gegraben. Alleine, mit einem Löffel. Was hat der wohl zu verbergen? Wir werden es erfahren. Gibt es hier einen Geheimgang? Nein. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich werde bekloppt. Was ist hier nur los? Ein zweites Haus. Der Bürgermeister hat wohl etwas zu verbergen, wenn er sich so etwas leisten kann. Oder wir sind in der Twilight Zone. Ein Schreiben an einen Herrn namens Osmund. Osmund. Also an den Bürgermeister, vermute ich. Ach je, das lässt sich so gut lesen. Osmund. Ich meine, Osmund. Unsere Versuche werden ein Ende finden, sobald alles gelungen ist. Bis dahin brauche ich allerdings noch mehr Versuchspersonen. Ich zähle auf dich. Oh mein Gott, Frankensteins Rückkehr. Was hat das zu bedeuten? Man weiß es nicht. Eine Tasse. Eine gemeingefährliche Tasse! Ein Buch! Holz! Kein Holz, nicht? Okay, kein Holz, mir doch egal. Was haben wir denn da? Ein Schmuckkästchen. Abgehackte Finger! Da ist ein Haufen Schmuck drin. Ach, doch nicht so schlimm. 4 Goldketten, 2 Taschenuhren und 6 Ringe gefunden. Ha! Wir werden diesen Wettstreit gewinnen gegen Harald. Keine Ahnung, wie er hieß. Eine Schachtel, was da wohl drin ist. Geld und nicht einmal wenig. Tada! 400 Taler erbeutet. Schade, dass wir es nicht speichern können. Das erscheint mir zu einfach. Hier oben kann den Bürgermeister doch gar niemand finden. Ich glaube, das ist Absicht. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal nach oben und ich hoffe, der Bürgermeister ist nicht im Haus. Wenn doch, bekommen wir gleich tierisch Ärger. Ein Fass aus Holz. Ah, der Bürgermeister ist im Fass. Ein Fass aus Holz. Irgendwas unter dem Bett? Nee. Gibt übrigens ein paar Funny Facts zu Diebe, und zwar zur Vollversion, die mich dafür sorgen lassen, dass ich dieses Spiel wahrscheinlich auch nochmal in der Vollversion Let's Playen werde. Und zwar wird Wolfs Kindheit spielbar sein. Das Tutorial wird damit auch automatisch verbessert und, ach, kommt haufenweise tolles neues Zeug hinzu, wie zum Beispiel auch ein neues Kampfsystem. Das RPG Maker 2003 Kampfsystem wird nicht bleiben, sondern ich glaube, es war ein Action-Kampfsystem. Ich freue mich. Aber was ist hier? Eine Tür! Hier im Fels. Interessant. Genau wie in Holy Trinity, nur dass es da keine Türen im Fels gab. Warum auch immer, es gab bestimmt immer tollen Durchzug. Ach, das ist eine schöne Lightmap. Oh, das sieht schon immer nicht natürlich aus. Was ist das hier? Der Musik nach zu urteilen, Silent Hill. Damit habe ich nicht gesagt, dass die Musik aus Silent Hill stammt. Ich höre Maschinengeräusche. Was hat das wohl zu bedeuten? Was ist hier nur los? Erst einmal hier runter. Oh mein Gott, hier wird aber eine Menge Energie erzeugt. Wozu ist denn das nötig? Und demnächst werden noch Brücken erfunden, oder was? Mein Gott. Skizzen, Formeln und Notizen. Mehr kann ich hier nicht ausmachen. Professor Ford, was hat der damit zu tun? Ich weiß nicht, worum es sich hier handelt. Testperson, Ich weiß nicht, worum es sich hier handelt, verdammt. Strom! Ich weiß nicht, worum es sich handelt. Ein Energieumwandler. Aber das weiß ich. Er erzeugt Dankwarzität, mit der vermutlich auch die Geräte und Apparaturen betrieben werden.
Ah, Dankwart-Zität, das ist ja toll. Dankwart, der alte Knacker aus unterwegs in Düsterburg, der hat wahrscheinlich die Elektrizität entdeckt, beziehungsweise die Dankwart-Zität. Ein Energieumwandler, das ist ja toll. Er hat auch tierisch viele Experimente durchgeführt. Worum es sich jetzt genau handelt, weiß ich nicht mehr. Ihr könntet mal das Let's Play von Tarsuwa beobachten, beziehungsweise da mal reinschnuppern, aber jetzt gibt es erstmal horrormäßige Action, die ich nicht vorgelesen habe. Was Hölle bist du? Und es kotzt mich so sehr an, dass ich das nicht vorgelesen habe, weil ich nicht weiß, was hat er überhaupt gesagt? Was für Teufeleien hat dieser Mann vor? Dass ich einfach mal den Spielstand laden werde. Eine Tür, eine Felsart und Kacke, hier Leute, ist ja wieder Holy Trinity, nur mit mehr Türen, blablabla. Maschinengeräusche, komisch, noch nie gehört, aus wie Dankwart-Zität, Strom, So, nochmal alles anquatschen, nicht, dass ich irgendwas übersehe, wie zum Beispiel irgendein Switch, der irgendwas aktiviert. Okay. Und hier weiß ich nicht, was das ist. Okay, da liegt aber noch irgendwas auf dem Tisch. Das ist eine Zange. Ich will die Zange mitnehmen. Ich bekomme die Zange nicht. Dann gehen wir eben wieder hoch. Und können nicht speichern. Okay, alter Mann. Und wenn alles erledigt ist, brauchen wir nur noch Objektschatten und wir sind im Besitz der... Wer zur Hölle bist du? Das hat euch nicht zu interessieren. Sagt mir lieber, wer ihr seid, obwohl ich in euer Haus eingedrungen bin. Na, was habt ihr mit dem Bürgermeister und den vielen anderen Leuten gemacht, die in diesem Dorf gelebt haben, oder sich nur auf der Durchreise befanden und dann nie wieder aufgetaucht sind? Los, redet! Ich kann's mir nicht vorstellen. Sie oben links. Ich kenne dich doch von den Steckbriefen, die mir gestern Abend gebracht wurden. Aber ich habe sie doch alle abgerissen. Man sagte mir, du und dein Freund, der ebenfalls ausgebrochen ist, ihr seid besonders gefährlich und habt bei eurer Flucht keine Toten gescheut. Fast. Das mag schon sein. Tote Kaninchen. Wenn ihr mir die Auskunft erteilt, die ich haben möchte, lasse ich euch vielleicht am Leben. Du lässt mich am Leben? Ich denke, dass du hier derjenige bist, der sich um sein Leben Sorgen machen muss. Aber wieso? Nun ja, da oben links, ne? Niemand stört mich bei meiner Arbeit schon gar nicht, sondern möchte gern Räuber, wie du einer bist. Kümmere dich um diesen Eindringling, Frankensteins Monster. Oh oh. Aber was? Was tust du da? Sperrst du dich gegen deinen Schöpfer? Aua! Oh Backe, oh Kacke, was haben wir nur getan? Dieses Ding, es hat ihn ohne zu zucken getötet. Den besiege ich locker. Und jetzt will ich es will meinen Kragen haben. Davonlaufen bringt ohnehin nichts. Dieses Wesen ist eine Gefahr für alle Menschen in diesem Dorf. Dann mal drauf. Na dann mal, ne? Dann mal drauf. Oh ja, wir werden bestimmt nicht grausam verrecken. Wir versuchen es mal mit dem Kreuzhieb. Na gut, das bringt ein bisschen was. Ach, sehr schön. Schluck mal einen Kreuzhieb. Der daneben ging. Ja. Dann lieber normal. Ja. Zum Glück gibt es bald ein neues Kampfsystem. Bin ich bald tot? Also nicht, dass ich es erwarten würde zu sterben. Gegenstand. Heiltränke. Heiltränke können im Kampf eingesetzt werden. Wo gibt's denn sowas? Lass mich kurz überlegen. Hier. Mit Himbeergeschmack. Ein Energieball. Das ist eine tolle, ist ein toller Name für eine Attacke. Au! Wichser! Au! Wichser! Vielleicht hätte ich vorher noch mal einkaufen sollen. Oder habe ich das schon getan? Ist ja auch egal! Wir bringen diesen teuflischen Homunculus jetzt um. Hoffe ich. Das war knapp. Oh, ich will den Lebenstrank nicht verbrauchen. Allerdings ist das auch nur eine Demo. Lebenstrank. Ist doch egal.
Das wird jetzt wahrscheinlich der... Ja, das, den Lebenstrank, den brauchte ich jetzt unbedingt. Verdammt! 18 Erfahrungspunkte erhalten. Ein Lebenstrank verschwendet. Das war ein harter Kampf. Aber ich bin halt toll. Jetzt sehe ich mich hier um. Kann ich speichern? Nein. Das sieht doch interessant aus. Mal sehen. Parasit der dunklen Magie. Bei dieser Art von Zauber handelt es sie... Handelt es sie um einen Wirtzauber. Er pflanzt einen dunklen Kern in das Opfer. Dieser wächst mit den Jahren, in denen das Opfer Böses erleidet. Darum ist er besonders bei Kleinkindern sehr wirksam. Aber Kinder sind doch so unschuldig. Dieser leiden auf ihrem Lebensweg oft Qualen, die den Kern besonders gut gedeihen lassen. Ich will meine Hausaufgaben nicht machen. Doch, du musst. Die böse Energie, die sich so über die Jahre ansammelt, kann später geerntet werden. Das Opfer leidet dadurch allerdings schlimme Qualen. Die bereits seit vielen Jahren zerschlagen. Eine Sekte, die bereits seit vielen Jahren zerschlagen ist, soll diesen Zauber zum ersten Mal gewirkt haben. Die Anhänger der Sekte versuchten aus den bösen Energien der Menschen einen ultimativen Zauber zu erschaffen, um die Welt in eine totale Dunkelheit zu stürzen, damit ihre dunklen Magie noch stärker wurden und sie so die freien Völker unter ihre Unheiligkeiten... unheiligen Hände bringen konnten. Der damalige Kaiser konnte diese allerdings durch sein Eingreifen verhindern. Diese Schrift, das ist schwer zu lesen. Ein Parasit, der von schlechten Erlebnissen gedeiht. Was ist hier nur los? Ich will mich selbst in einen verwandeln. Da macht das Räubern viel mehr Spaß. Nur noch der Schädel und ein paar Fetzen der Kleidung sind übrig. Momentchen mal, dazwischen den Fetzen liegt ein kleiner Schlüssel. Schlüssel gefunden. Und der schließt wahrscheinlich irgendwas auf. Ach nee, echt jetzt. Ah, Klugscheißer. Captain Obvious. Ein Gang. Krank, was der Typ hier alles gebaut hat. Wer ist das? Ich weiß es zufällig, das ist der Bürgermeister. Spoiler! Vernagelte Kisten. Aber ich habe doch einen Schlüssel. Sehr gut. Der Schlüssel, den ich gefunden habe, passt genau. Was für ein Zufall. Hallo? Ist hier jemand? Wer ist da? Mein Name ist Vol. Seid ihr ein Gefangener des Bürgermeisters? Ein Gefangener des Bürgermeisters? Ich bin der Bürgermeister! Der Bürgermeister, ihr lebt... Das ist ja nicht zu glauben. Aber kommt erst einmal heraus. Aus den Schatten. In Ordnung. Oh mein Gott, ihr seid furchtbar entstellt. Geht wieder in die Schatten zurück. Aber ich sehe mal raus. Könnt ihr mir erklären, was in aller Welt hier vorgeht? Natürlich. Irgendwie nicht so. Ich verstehe es nicht genau, aber ich versuch's. Das ist aber eine etwas längere Geschichte, die ich Ihnen in dieser Überblendung erzählen werde. Oh. Wenig später... Und so habe ich die Welt vor dem Drachenboss gerettet. Das ist eine tolle Geschichte. Meine lieben Freunde, ich bin froh, euch alle unversehrt zu sehen. Wie ihr bereits wisst, wurde ich sehr lange gefangen gehalten. Unter Folter wurde ich gezwungen, Verträge zu unterschreiben. So gelang es diesem Bruchstapler auch, die Wachtürme zu bauen. Da keiner das Dorf verlassen konnte, gab es auch niemanden, der in der Hauptstadt Bericht erstatten hätte können tun. Doch das, Freunde, ist von nun an vorbei! Und das Ende dieser Schreckensherrschaft haben wir nur diesem jungen Dieb hier zu verdanken. Diese Ironie! Woll! Er kam in unser Dorf und wusste, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja, genau, so ist es. Er forschte nach und fand die dunkle Wahrheit, die hinter Osmund Sadler steckte. Der aus Resident Evil 4 stammt. Wie sich alles zugetragen hat, wird uns jetzt bla 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 bla.
konnte nicht mehr weiterlesen. Nachdem Wall den Dorfbewohnern alles erzählt hatte, kehrte der gewohnte Alter von früher wieder bei ihnen ein und auch bei Wall, der nun die Menschen in ihrem gewohnten Alltag beklauen konnte. Das war's hier für mich, Herr Bürgermeister. Ich mache mich wieder auf den Weg. Ich hatte gar nicht vor, dass ich so lange bleibe. Ich muss nun wieder dem Wall-Signal am Himmel folgen. Gut, tschüssi. Gut, Wall. Viel Glück auf eurem weiteren Weg. Danke noch einmal für alles. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Bekomme ich denn eine Belohnung? Nein, natürlich nicht.